Wenn euch die Figur gefällt, die ich euch in diesem Video vorstelle, dann schaut doch mal rein bei Amazing Collectibles, dem deutschsprachigen Partner von Star Ace. Er hat alles für euch da. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Dark Schnecke Reviews und meiner allerersten Star Ace-Figuren-Review. Heute eine lang erwartete Figur aus dem Film Underworld Evolution möchte ich euch heute die gute Celine zeigen, die gespielt wurde von Kate Beckinsale. Ja, wir sehen schon die Verpackung vor uns, die mir wirklich sehr, sehr gefällt. Schönes Bild vorne drauf. Ihr seht Celine selbst hier schon mal. Ne? Sie kreuzt gerade ihre Pistolen vor sich und dann so ein bisschen so eine kleine Schneeszenerie ist hier zu sehen. Rechts oben das Star Ace-Zeichen und hier drunter sind noch so ein paar schöne kleine Tribals, die hier so ein bisschen erhaben dargestellt wurden mit so einer Art Klarlackdruck, was mir wirklich sehr gefällt. Oben auf der Verpackung sehen wir auch nochmal Underworld Evolution Celine und auf der Rückseite die gesamten Credits, wer die Figur hergestellt hat und wem die Lizenzen gehören, plus ein kleiner Warnhinweis für verschluckbare Kleinteile. Ansonsten seht ihr hier auch nochmal so ein paar Tribals drauf, die ich auch wirklich toll finde. Ihr seht das im Licht hier, sind die sehr schön zu erkennen. Das ist eine schöne Verpackung, ein schöner Druck. Aber wie sieht es jetzt mit der Figur selber aus? Wie sieht Celine aus? Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam mal angucken. Aus der Verpackung befreit macht Celine doch einen schönen, guten Ersteindruck, muss ich sagen. Mir gefallen da einige Sachen dran sehr, sehr gut. Es gibt aber auch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich selber sagen muss, hätte vielleicht ein Tucken besser sein können, aber im Großen und Ganzen kann sich die Figur auf jeden Fall sehen lassen. Ja, größte Kontroverse war definitiv hier der Headsculpt, wo im Netz schon so ein paar Sachen rumgeschwirrt sind, wie der nun aussieht, ob er jetzt nicht den Prototypen entspricht und. Und ich würde sagen, mit dem starten wir jetzt mal, denn das ist, denke ich mal, das Wichtigste an dieser Figur. Dazu muss ich sagen, es ist komischerweise sehr schwer, diese Figur vernünftig in Video- und Bildform einzufangen. Ich hatte zu Anfang große Überblendungsschwierigkeiten. Besser als das hier kriege ich es dann leider auch nicht hin, aber ich muss euch gestehen, der Kopf ist für mich okay. Er ist nicht zu 100%. Er hat auch ein paar kleine Schwierigkeiten, die ich euch jetzt mal zeigen werde. Aber so im Gesamtbild mit dem Körper selbst sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Das, was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, das ist teilweise erstmal die Stirn. Also von vorne, ich finde von vorne sieht sie wirklich gar nicht schlecht aus. Man erkennt Kate Beckinsale daran. Vielleicht ist es auch so eine Sache des Paintjobs. Ich denke mal, es wird viele da draußen geben, die den Kopf vielleicht repainten. Und dann wird das Ganze vielleicht nochmal um einiges cooler aussehen. Wie gesagt, was mir jetzt persönlich aufgefallen ist. Die Stirn von Kate Beckinsale wirkt hier in der Figur ein bisschen sehr strange. Ich finde, sie hat einen sehr flachen Schädel hier vorne. Das sieht ein bisschen sehr seltsam aus. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber es fällt auf jeden Fall sehr auf. Zweiter Kritikpunkt von mir sind die Haare. Die Haare sind separiert aufgebracht worden auf den Kopf. Das könnt ihr auch sehen, weil hier oben ist eine schöne kleine Lücke zu erkennen. Ich glaube, ihr seht das auch da. Ne? Ihr seht das hier oben. Sozusagen wie so eine Art Helm aufgesetzt. Ich finde, gerade aus dieser Perspektive sieht das leider alles nicht mehr so schön aus. Dadurch wirkt das Ganze nicht so toll. Die Haare sind einigermaßen okay gesculptet, aber sind teilweise ein bisschen zu weit nach vorne hier. Ich weiß auch nicht. Hätte vielleicht ein bisschen feiner anliegen können, so ein bisschen weiter zurück und dann wäre das Ganze schöner gewesen. Größter Kritikpunkt ist definitiv für mich hier die Stirn. Die Stirn zerreißt das Ganze ein bisschen. Ihr seht das so von der Seitenansicht, sieht das leider irgendwie ein bisschen strange aus. Von vorne ist es wirklich schön, da geht das, ne? Da kann man das erkennen, aber die Seitenansicht ist leider da nicht mehr so toll geworden. Ja, wie gesagt, die Haare, sculpting-technisch völlig okay. Ich finde es okay, dass sie hier kein Kunsthaar benutzt haben, kein Rooted Hair, sondern wirklich den Weg von gesculpteten Haar gegangen sind. Das ist wirklich sehr nice, obwohl ich hier oben drauf auch so eine kleine Linie sehe, wo ich mich frage, wieso ist hier so, ne? Das hier, das sieht auch nicht so schön aus. Also im Großen und Ganzen hätte das Star Ace vielleicht ein bisschen mehr noch aufpassen können. Aber so wie gesagt, von vorne sieht das ganz schick aus. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich denke mal, das ist wirklich der interessanteste Kritikpunkt an dieser Figur. Der Kopf oder gerade auch hier die Stirn, das ist ein bisschen komisch geworden. Muss ich auch ganz ehrlich gestehen, bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Im Großen und Ganzen aber erkennt man auf jeden Fall die Schauspielerin. Und wenn ihr euch damit nicht stört, dann könnte ich euch definitiv zum Kauf raten, denn alles andere an dieser Figur ist gar nicht schlecht und gefällt mir doch sehr. Angefangen das Ganze natürlich mit dem gesamten Tailoring. Der gesamte Suit ist sehr, sehr toll. Gerade auch so der Mantel. Der Mantel gefällt mir richtig gut.
Und er sieht einfach in Hand noch um einiges besser aus als in einem Video, wie ich es jetzt euch gerade zeige. Der Mantel selbst ist sehr schön getailert. Die ganzen Nähte passen, das sitzt einwandfrei. Es ist aus einem sehr dünnen Kunstledermaterial gemacht, was sich doch sehr natürlich anfühlt. Ich finde, er ist nicht zu dick, das ist ein schönes Material, das sagt mir sehr zu. Und auch hier hinten drauf, was ich sehr toll finde, wenn ihr es einigermaßen erkennen könnt, die ganzen Tribals, die hier drauf sind. Ne? Die ganzen Tribals, die Alter, auch im Film zu sehen sind, sind hier sehr schön aufgebracht und sehen wirklich sehr gut aus. Ne? Das Ganze hier komplett einmal ringsrum bis auf die Schultern und teilweise dann auch hier bis zu den Armen runter. Das sieht wirklich gut aus. Schaut mal hier. Ne? Also da muss ich sagen, hat Star Ace wirklich tolle Detailarbeit geleistet, die mir sehr persönlich sehr gut gefällt. Auch hier nochmal hier vorne. Das ist alles sehr schön. Ne? Also der Mantel, der hat was, sieht sehr schick aus, sogar hier am Kragen. Könnt ihr erkennen, dass auch da die Tribals aufgebracht sind. Ich finde das sehr gut. Ich denke mal, das ist eher so reingestanzt. Ne? Aber das sieht wirklich schick aus und macht den Mantel wirklich zu was Besonderem. Auch hier nochmal, hier gehen die ganz fein runter. Also da muss ich sagen, Star Ace, top. Das ist wirklich super gut geworden. Aber nicht nur der Mantel ist schön, auch der Rest von Celines Anzug ist sehr genial geworden. Und das zeige ich euch jetzt mal. Dafür habe ich ihr jetzt mal den Mantel ausgezogen und ihr könnt schon sehen, fast genauso wie im Film trägt Celine ja sozusagen ein Vollkörper-Latex-Suit. Es ist natürlich nicht komplett aus Latex, aber es ist wirklich ein tolles Material, ein toller Catsuit, der um Celine wirklich sehr gut rumgesetzt wurde, wo auch die Nähte sehr fein gearbeitet sind. Ich glaube, auf dem Prototypen sah das Ganze nämlich noch ein bisschen gröber aus, aber hier muss ich sagen, ist das sehr schön. Sogar hier mit einem Reißverschluss, der ist auch funktional, den könnt ihr öffnen, was wirklich hier sehr, sehr gut ist. Highlight aber definitiv ist hier das Korsett. Das Korsett, das hat Star Ace ganz toll gemacht. Da bin ich wirklich sehr mit zufrieden. Das zeige ich euch jetzt mal. Vorne drauf natürlich auch wieder ganz toll diese ganzen Tribals hier. Das sieht sehr, sehr toll aus. Gefällt mir richtig gut. Auch die ganzen Nähte hier sind sehr fein und säuberlich gemacht. Genauso wie an der Seite dann halt diese ganzen Verschlüsse hier. Schaut euch das mal an. Das sieht wirklich auch sehr stark aus. Das Ganze ist aus Kunststoff. Es ist kein Metall. Sieht aber ganz gut aus, dadurch, dass sie das mit Klarlack übersehen haben. Und jede einzelne Schnalle ist beweglich, aber ich glaube nicht zu öffnen. Aber das ist ja auch völlig egal. Das sieht sehr gut aus, ne? Also auch das Ganze aus einem etwas dickeren Kunstleder gemacht. Sieht gut aus und auf der Rückseite auch nochmal richtig cooles Highlight. Die Schnürung. Schaut euch die Schnürung an. Das sieht auch wirklich sehr gut aus. Ganz toll gemacht. Das sind echte Schnüre. Wer das einfriemeln musste, tut mir leid. Wirklich ganz toll gemacht. Also da auch nicht schlecht. Plus dann halt hier auch nochmal Reißverschlüsse auf beiden Seiten, was wirklich auch ganz toll geworden ist. Ja, ansonsten hat die gute Celine dann an der Seite hier an den Armen noch diese ja, Lederteile hier an der Seite, diese Lederarmschützer. Die finde ich auch nicht schlecht. Die sind separiert von dem Undersuit hier. Das heißt, ihr könnt die Gelenke damit so ein bisschen verstecken. Ne? Weil wenn ihr jetzt mal die Gelenke hier seht, na, das sieht dann immer so ein bisschen unschön aus. Dann könnt ihr die ganze Sache hier ein bisschen darüber schieben. Und dann sieht das richtig schick aus, muss ich sagen. Sie sind, glaube ich, hier mit Klettverschluss. Ja, genau, ihr könnt die mit Klettverschluss öffnen. Hätte jetzt nicht sein müssen, bin ich ganz ehrlich. Aber ist völlig okay und sieht gut aus. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden Celine eh mit ihrem Mantel ins Display stellen, weil damit sieht es einfach am besten aus. Ja, ansonsten, hier ist ein kleiner Part, wo ich sage, be careful. Denn hier sind die Holster für die Pistolen. Die Holster sind hier mit dem Suit vernäht. Ganz fein vernäht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da sehe ich so einen kleinen Punkt einmal hintergehakt, doof hintergehakt und das Ganze geht schief und ihr reißt die ab. Das ist so ein kleiner Punkt, seid da vorsichtig, beidseitig, ne? Aber ist okay. Ich hätte mich jetzt persönlich nicht gestört, wenn wir hier so ein Holster gehabt hätten, das das Ganze so ein bisschen befestigt, aber da kann ich mit leben. Ja, ihr seht auch schon hier, ne? Die Hose. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles ein Piece ist bei Celine, ob das jetzt ein kompletter Catsuit ist, aber auch die Hose ist aus dem gleichen Material natürlich wie bei den Armen. Ne? Auch das sieht sehr gut aus. Und auch hier dachte ich, glaube ich, bei dem Prototypen erst, dass die Nähte so ein bisschen sehr grob und unschön aussehen. Aber auch hier muss ich sagen, gefällt mir das und sieht sehr, sehr schön aus. Und ist auch ein tolles Material, das sich sehr gut mitbiegt. Aber da kommen wir später nochmal zu, wenn wir fix die Beweglichkeit abhandeln. Weiteres Highlight für mich sind definitiv die Boots. Die Stiefel sehen bei Celine super nice aus. Schaut euch das mal an. Ja, das sieht wirklich richtig cool aus. Sind aus einem Solid Piece, ne? Also ein gesculptetes Teil, was aber durchaus ja, recht dünn ist, damit hier noch so ein bisschen Beweglichkeit dabei ist. Ich finde es toll, dass hier die Schnallen nochmal in so einem schönen Silber bemalt wurden. Ansonsten ja, ist der Stiefel oder beide Stiefel halt sehr normal im Schwarz gehalten.
Vorne könnt ihr vielleicht ein bisschen drauf was erkennen. Ich weiß nicht, wie gut die Kamera das einfängt, aber da ist so ein bisschen Dreck drauf gemacht worden, so ganz minimal, was ganz okay ist. Aber ich glaube, das fällt hier im Video jetzt nicht so sehr auf. Aber es ist völlig gut geworden. Also ich muss sagen, mir gefällt das. Also der Suit von Celine ist sehr schön geworden. Gerade wie gesagt, das Korsett finde ich super toll. Das sieht sehr, sehr nice aus. Da habt ihr wirklich was Tolles. Ne? Sie sieht toll aus. Auch der Körper, der da drunter sitzt, passt eigentlich von den Proportionen her sehr gut. Also da könnt ihr schon was erwarten. Da sieht die Celine wirklich super schick aus und lohnt sich, denke ich mal, doch für den einen oder anderen von euch. Jetzt natürlich noch der wichtige Part. Was hat Celine an Zubehör dabei? Und ihr seht schon, in den Händen hält sie ihre Signature Weapons, ihre beiden Pistolen, die ich mir jetzt mal genauer für euch angucken werde. Beide Pistolen sind in einem normalen Silber-Schwarz gehalten mit ein paar schicken Details dran. Ihr könnt da, glaube ich, sogar einigermaßen drauf was erkennen. Ich kann es da leider selber nicht lesen. Irgendwas mit USP, Compact und dann hinter noch eine Nummer. Ein bisschen schade vorne der Lauf. Das ist leider nicht ausgeskalptet. Das sieht ein bisschen unschön aus. Und auch schade, dass wir die Pistole halt nicht zurückziehen können. Aber ich denke mal, da ist man von anderen Toylines so ein bisschen verwöhnt auf jeden Fall. Ansonsten muss ich sagen, ist sculpting-technisch hier alles richtig gemacht. Und auch natürlich kann man hier das Magazin rausnehmen. Ich glaube, das haben andere Toylines jetzt wirklich oder andere Hersteller untereinander so abgeguckt. Ich finde das okay. Ne? Eine silberne Kugel drin, damit sie gegen die Lykaner, gegen die Werwölfe kämpfen kann. Auch das ist wirklich cool gemacht und hat auf jeden Fall was. Ja, aber sie hat nicht nur ihre Pistolen dabei. Es ist noch eine Menge anderer Krams dabei, der euch, denke ich mal, doch zufriedenstellen wird. Und da gucke ich jetzt mal rein. Welches ich als nächstes nehme, muss ich mal schauen. Denn da ist so ein kleines Highlight, wo ich sagen muss, das ist richtig nice. Fangen wir mal mit den ganz kleinen Zubehörteilen an. Als erstes hat sie hier diese Wurfsterne. Ich nenne es jetzt einfach mal Wurfsterne. Für alle Fans des Films, ihr kennt da, denke ich mal, die eine oder andere Szene, wo sie dann halt diese Wurfsterne gegen die Werwölfe, gegen die Lykaner wirft und die klappen sich dann aus und bleiben halt bei den Lykanern stecken und tun denen auch sehr weh, weil die halt aus Silber sind. Und die sind hier auch mit dabei, zumindest einer davon. Der ist natürlich auch sehr fein, sehr filigran. Vorsicht ist geboten, Leute, kann natürlich mal schnell verloren gehen. Also wenn ihr ihn nicht unbedingt braucht und ihn Celine nicht irgendwie die Hand drücken wollt, packt die lieber in die Verpackung. Ne? Ihr wisst ja, wenn das verloren geht, ärgert ihr euch hinterher. Ja, ansonsten neben diesem Wurfstern gibt es auch noch für die grobe Werwolfjagd eine Handgranate. Eine normal silber gepaintete Handgranate, wo hier zumindest dieser Bereich hier noch mit einem kleinen Metallteil versehen ist. Auch das könnt ihr Celine halt in die Hand drücken. Ja, ist völlig okay, oder? Ich denke, so ein kleines Zubehörteil ist nicht schlecht. Aber bei mir wäre diese Handgranate zum Beispiel auch, glaube ich, nicht bei der Figur dabei. Denn Celine hat natürlich auch noch ein schönes kleines Messer dabei, womit sie auf Nahkampf gehen kann. Auch das sieht sehr schick aus. Ich glaube, das konnte man bei ihr irgendwie in den Stiefel stecken oder sie hatte das zumindest im Film im Stiefel stecken. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch völlig okay. Der Griff ist normal in Schwarz gehalten, keine großartigen Farbapplikationen dran. Die Klinge aber dafür in einem schönen Silberton glänzt sehr gut. Gefällt mir. Auf jeden Fall nicht schlecht und passt zu Celine. Also auch da ist eine Displaymöglichkeit vorhanden. Vielleicht mit einer Pistole in der Hand und dann an der anderen Seite halt das Messer. Das sieht auch sehr schick aus. Was ich aber persönlich richtig nice finde, was mit dabei ist, ist das Schwert von Victor. Ja, Victor, ihr ehemaliger Mentor, den sie dann in einem epischen Endkampf besiegt, indem sie ihm das Schwert abnimmt und ihn damit... Ich spoilere euch nicht. Auf jeden Fall ist dieses Schwert sehr schön geworden, muss ich sagen. Es hat ein paar tolle Details abgekriegt. Gerade hier am Griff, da könnt ihr das V für Victor erkennen, sein Symbol. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ganz, ganz feine Details. Star Ace hat das sehr schön gemacht, muss ich sagen. Das gefällt mir wiederum. Das ist wirklich ganz toll geworden. Und auch hier, schaut mal hier, da die ganzen Tribals und alles. Also da haben die wirklich wieder gute Arbeit geleistet. Das gefällt mir. Was persönlich jetzt nicht so mein Geschmack ist, aber das ist natürlich wieder ein bisschen Nitpicking. Die Klinge ist aus normalem Kunststoff und die ist leider sehr, 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 sehr flexibel. Also vorsichtig. Ich habe noch nie so eine weiche Klinge gesehen. Zumindest nicht bei einer 1:6 Figur. Also da passt ein bisschen auf. Was ich auch noch gut finde, es wurde hier so ein bisschen mitgedacht, wenn ihr Celine halt die Klinge in die Hand packen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier den Griff zu separieren. Ihr könnt das nämlich hier oben rausziehen, ne, damit da nicht irgendwie was passiert, dass ihr die Fingerchen von Celine irgendwie doof abbrecht oder sowas. Dann steckt ihr das einfach so zusammen und dann hält sie das Schwert sehr gut in der Hand.
Das Ganze sieht im Display auf jeden Fall sehr schick aus mit der schönen Klinge von Victor in der Hand. Dafür habt ihr natürlich auch austauschbare Hände dabei. Da hat Celine auch einige mit dabei. Ich zeige euch mal gerade ein paar. Und zwar einmal hier. Hier ist eine. Ich denke mal, das wird eher so für die Handgranate sein. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber vielleicht nein. Das ist für eine ganz andere Sache, die ich euch gleich noch zeigen werde. Dann natürlich auch noch hier. Solche eher Pistolenhaltehände sind mit dabei. Ihr habt auch noch so eine Hand. Ich denke mal dann eher fürs Messer oder sowas. Nee, ich glaube, das ist sogar für diese Wurfklinge, für den Shuriken. Auch das ist nicht schlecht. Genauso wie so eine Hand hier. Ne? Also alles wirklich ganz cool gemacht. Ich muss aber euch gestehen, detailtechnisch sind die Finger leider jetzt oder die Hände leider jetzt nicht so toll geworden. Aber reichen auf jeden Fall aus. Also auch da habt ihr eine Menge mit dabei. Neben den Waffen, neben dem Schwert, den Pistolen und alles. Austauschbare Hände. Auch da habt ihr wirklich einiges, was euch die Figur zu bieten hat. Großes Highlight ist aber definitiv noch das letzte große Teil, was Celine mit dabei hat. Und das muss ich persönlich gestehen, liebe ich ja abgrundtief. Das ist richtig toll geworden. Und zwar diese gigantisch große Armbrust, diese Tactical Armbrust, das Ding ist super genial. Mir gefällt die sehr. Auf den ersten Blick sieht es aus, als wäre sie nur aus einem normalen Kunststoff schwarz. Also da wäre kein Paintjob drauf, aber das stimmt nicht. Wenn ihr das genauer betrachtet, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, sieht das Ganze so ein bisschen marmorisiert aus. Vielleicht so ein bisschen, ja, so leichter Brauntouch ist dran mit so ein paar Rotapplikationen. Das ist ganz fein nur. Also auch da muss ich sagen, gefällt mir das doch recht gut. Ihr seht vorne das Scope. Da haben sie vorne zumindest hier alles ein bisschen in Grau bemalt. Auf der Rückseite ist es dann eher, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie noch Glas, also Plastik drin ist. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ne? Es gefällt mir sehr gut. Sogar hier die Sehnen sind wirklich, ja, das sind Fäden, ne? Seid ein bisschen vorsichtig damit. Finde ich super nice, das gefällt mir richtig gut, das Stück. Und dazu gibt es dann halt auch noch die Pfeile, die Armbrustpfeile, womit die Lykanerjagd dann nochmal um einiges interessanter wird. Ihr seht das hier, sehr fein. Ne? Die Spitzen in Silber gehalten, natürlich in Silber, sonst tut es nicht weh. Auch die sind wirklich nicht schlecht. Persönlich, was ich jetzt leider ein bisschen schade finde, ihr seht ja hier bei der Armbrust, habt ihr eigentlich die Möglichkeiten, diese Pfeile hier reinzustecken, ne? Dass die hier so raufkommen. Ach, das ist jetzt gerade sehr friemelig. Leider halten diese Pfeile hier drauf nicht wirklich so toll. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, denn man kann sie hier nicht sozusagen richtig reinklicken. Sie werden nur reingelegt. Das heißt, sie werden dann wahrscheinlich hier und da mal rausfallen. Genauso wie, dass ihr die Pfeile leider nicht hier vorne, also ihr könnt sie hier reinstecken in diese Schiene. Aber der Pfeil wird hier dann auch keinen Halt haben. Ne? Also er wird hier immer wieder rausflutschen, was ich schade finde. Die haben schon hinten hier diesen Stift. Ich hätte mir gewünscht, dass man diesen Stift zumindest hier irgendwie arretieren kann, dass man das Ganze hier so ein bisschen befestigt. Das ist leider nicht der Fall. Also seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr Celine mit der Armbrust halt displayen wollt, dass euch diese Pfeile da nicht verloren gehen. Aber die Idee ist schon nicht schlecht. Also das hat was. Ne? Also so werden sie jetzt nicht rausfallen. Nur wenn er so ein bisschen wild damit hantiert oder sowas. Sieht auch gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Cooles Highlight auf jeden Fall auch noch an dieser Armbrust. Ihr seht schon hier, das werde ich jetzt mal kurz entfernen. Ja, das werde ich jetzt abmachen. Flop. Denn hier unten ist eine Tactical Light dran, hier, da. Das ist wirklich LED beleuchtet. Das finde ich super cool. Ihr habt hier hinten dafür einen kleinen Knopf, der ist hier versteckt. Und wenn ihr den jetzt einmal umswitcht, dann kommt da ein Licht raus, was ihr natürlich jetzt so gut wie gar nicht seht. Doch, ihr seht das. Da ist das Licht. Das finde ich auch sehr cool. Es sieht definitiv super im Display aus. Das kann ich euch versprechen. Ich habe da schon andere Bilder gesehen von. Das hat auf jeden Fall was. Mit diesem kleinen Licht hier sieht das sehr, sehr schick aus. Ich weiß jetzt gar nicht. Da ist die Schraube, genau. Da müsst ihr dann halt eine Knopfbatterie reinpacken. Sie ist schon vorinstalliert, macht euch ja keine Sorgen. Also auch die Beleuchtungsfunktion ist da schon drin. Und das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und in Hand sieht das Ganze natürlich noch um einiges cooler aus. Da seht ihr mal, was das doch für ein Riesenteil an Armbrust ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die richtigen Hände dafür benutzt habe, aber ich denke mal schon, das passt schon soweit. Ne? Da könnt ihr wirklich Celine mal komplett losfeuern lassen mit dieser Armbrust. Sieht sehr schick aus, gerade wenn ihr vielleicht so ein kleines Display macht mit den Pfeilen noch drauf, eine richtige Pose dafür findet, dann ist das schon wirklich sehr, sehr cool geworden, muss ich sagen. Die Armbrust ist für mich so ein kleines Highlight, die sieht wirklich sehr nice aus, mit der hätte ich persönlich nicht gerechnet, ich finde die sehr schön. Ja, das ist eigentlich alles, was so an Zubehör dabei ist. Ansonsten kommt sie natürlich auch noch mit einem sehr, sehr schlichten schwarzen Stand daher, mit einer normalen kleinen Nameplate und einer ja, sehr simplen Schrift mit Celine vorne drauf.
Ne? Also da ist nicht viel zu sehen. Der Fokus liegt hier ganz klar bei der Figur. Ihr habt vorne noch eine kleine Gabel drauf, ne? Eine Hüftgabel, was ich sehr gut finde, keine Crouchgabel. Das heißt, das könnt ihr dann bei ihr ums Korsett rumpacken und dann steht die Figur darauf wirklich sehr fest und dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch kurz die Beweglichkeit zeigen, weil ich denke mal, die ist auch sehr wichtig, gerade weil sie so enge Lederklamotten trägt. Das gucken wir uns mal gemeinsam jetzt an. Der Kopf sitzt auf einem Balljoint. Den könnt ihr sehr gut bewegen. Allerdings rate ich euch da vorsichtig zu sein mit den Haaren, denn die pieksen dann hier auf das Kunstleder. Es kann sein, dass ihr über Zeit hier so ein paar kleine Marks habt oder hier was einreißt. Also da ein bisschen vorsichtig. Na, ihr seht das, der Kopf geht zumindest so weit nach hinten. Nach vorne bleibt er relativ starr, denn der Nackenbereich bewegt sich nicht mit. Die Arme kriegen wir so weit nach oben. Überlegt mal, sie hat einen Mantel an und sie hat noch ihren engen Catsuit darunter. Und trotz alledem gehen die Arme so weit nach vorne oder nach oben. Das finde ich sehr gut. Nach vorne geht das Ganze so weit. Sehr nice. Nach hinten genauso. Also da finde ich, dadurch, dass der Mantel dann auch so dünn ist, funktioniert das ganz gut. Wir haben hier Ellbogengelenke. Ich kann nicht genau fühlen, ob es ein einfacher oder zwei sind. Ich würde sagen, es ist ein einfacher. Kann ich jetzt aber nicht genau sagen. Ja, weiß ich nicht. Müsst ihr selber mal ausprobieren. Die Hände sitzen hier natürlich dann auf diesen Hinge Joints. Ne? Die könnt ihr sehr gut bewegen. 360 Grad. Passt ein bisschen übrigens auf, wenn ihr diese Hände austauscht. Die haben sehr feine kleine Pegs. Es kann passieren, dass die mal überstrapaziert werden. Die sind sehr fein. Also feiner als von anderen Herstellern. Vorsichtig. Ja, ansonsten, sie hat ja nun hier ihr schickes Korsett um. Die Beweglichkeit da ist dann natürlich ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, wir haben zwar hier drunter fühlt sich an wie ein Ab Crunch, aber der ist sehr extremst limitiert, eigentlich komplett useless. Der ist starr, brauche ich aber persönlich nicht. Ihr könnt Celine trotz alledem so ein bisschen nach links und rechts drehen, das funktioniert. Na, das ist funktional. Müsst ihr halt ein bisschen mit dem Material spielen, dann funktioniert das Ganze. Ja, die Beine. Ich glaube, in der Anleitung steht, dass ihr die Beine höchstens so um die 120 Grad splitten könnt, weil dann reißt das Ganze hier unten, was ich auch durchaus verstehe. Also da ist das aber auch völlig okay, oder? So ein Split ist völlig okay. Das reicht nach vorne, würde ich sagen, soweit, ne? Ohne es großartig zu strapazieren. Und nach hinten halt soweit. Mehr ist dann da auch nicht machbar. Ihr könnt den Oberschenkel auch noch bewegen. Die Gelenke sind hier übrigens sehr starr, sehr steif. Das finde ich gut. Sie wirken nicht zu lose oder zu billig. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Und wir haben dann hier halt noch doppelte Kniegelenke. Aber da, seht man hier, da strapaziert sich das Ganze dann am Material. Also da müsst ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Ne? Vorsichtig wieder zurück und dann funktioniert das schon ganz gut. Was ich jetzt persönlich nicht so schön finde, sind die Stiefel selbst. Ich habe euch ja erzählt, das ist ein Solid Piece. Ihr könnt die Stiefel 360 Grad drehen. Hier ist wahrscheinlich irgendwo ein Peg drin. Aber ihr habt leider keine Möglichkeiten, großartig hier so ein Ankle Pivot, so eine Side-by-Side, so eine Seitenbeweglichkeit zu haben. Wisst ihr? Das hält leider nicht. Es ist gegeben, ihr seht das hier, aber das rutscht dann wieder ganz schnell zurück. Weiß ich nicht, so toll ist es leider nicht. Nach vorne geht das auch, aber dann klemmt sich das hier so ein bisschen doof. Das sieht komisch aus. Also müsst ihr halt mal gucken, wie ihr damit umzugehen habt. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat Celine eine, ja, doch eine akzeptable Beweglichkeit, trotz der hautengen Klamotten. Tja, und das ist auch schon alles, was ich euch zu der Star Ace Celine zeigen kann. Ich persönlich finde, sie ist eine gute Figur. Die kleinen Probleme mit den Headsculpt, da kann ich doch ja getrost drüber hinwegsehen, denn der Rest gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich ganz schick geworden. Ihr habt da tolle Möglichkeiten, diese Figur zu posen. Das Zubehör finde ich sehr nice geworden. Ja, und im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist sie gar nicht schlecht. Ich hoffe, ich habe euch da draußen so ein bisschen beruhigt. Der ein oder andere, denke ich mal, hat sich, denke ich mal, für das Video doch sehr interessiert. Ja, mehr kann ich euch nicht zeigen. Wie gesagt, jetzt müsst ihr selbst entscheiden, ob die Figur was für euch ist oder nicht. Tja, Leute, das war's für das Video. Ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten wie immer im nächsten Video wieder. Auf der rechten Seite habe ich euch noch die letzte 1 zu 6 Review verlinkt. Und ich würde sagen, macht's gut, bis denne dann und reingehauen. Nächstes Mal zeige ich euch übrigens noch den guten Viktor. Also, wer da Lust drauf hat, reingeschaut.